Die ETH hingegen hat wirklich ein neues Konzept und da sehe ich den Vorteil, dass man für die Zukunft besser gewappnet ist. Hallo zusammen, ich bin Luca, ich bin Maschinenbaustudent an der ETH Zürich und ich gehe für euch heute ein paar Infos holen, wie das bei den Humanmedizinern so läuft und einmal schauen, ob ihnen der Kittel überhaupt steht. Du hast ganz explizit die ETH als erste Prio angegeben in deiner NC-Anmeldung. Ja. Wo siehst du die Vorteile von der ETH gegenüber anderen Medizinstudiengängen in der Schweiz? Uni Zürich hat wirklich so ein klassisches Konzept. Man hat 2 Jahre lang den Gesundmensch, 2 Jahre Krankmensch, 2 Jahre Klinik. Die ETH hingegen hat wirklich ein neues Konzept und da sehe ich den Vorteil, dass man für die Zukunft besser gewappnet ist. Inwiefern sind Naturwissenschaften da speziell und was für Fächer hast du da, die du sonst nicht gehabt hättest? Also Naturwissenschaft in dieser Hinsicht haben wir schon gleich wie die Unis, aber Technik vor allem haben wir mehr, aber Informatik haben wir und Mathematik. Wie stellst du dir vor, dass die Informatik irgendwann einmal im Arztberuf anwenden kannst? Ich habe das Gefühl, Digitalisierung wird sicher Einzug erhalten in den Arztberuf oder in der Medizin allgemein. Schon heutzutage gibt es ja Roboter, die Operationen durchführen können oder künstliche Intelligenz, die sogar Diagnosen erstellen können. Also ich habe das Gefühl, in Zukunft kommt es. In dem Fall hast du einen Laptop auch dabei. Also wie lernt ihr hier im Vorlesungssaal? Also ich habe einen Laptop dabei, das ist richtig, Surface, und ich mache da Notizen. Aber die Hälfte ist meistens nochmal klassisch von Hang aufschreiben. Also ihr kommt in dem Fall ein Skript auch über? Oder wie funktioniert das bei euch? Wir bekommen PowerPoint-Präsentationen, die werden online gestellt. Und das ist eben das, was sie uns präsentieren. Also ich danke vielmals, dass du da mitgemacht hast, uns ein paar Fragen beantwortet hast. Wir haben ja ein ganz breites Angebot hier an der ETH, das du auch nach der Vorlesung noch ein bisschen geniessen kannst. Und vielleicht sehen wir uns mal im Sport. Ja, das glaube ich gerne. Was machst du so? Ich mache zwar ein bisschen Leichtathletik, aber findest du mich im Yoga? Yoga ist nicht so meins, aber Zumba, Salsa, dort bin ich sogar zu finden. Awesome. Machen wir mal. Ja. Ciao, mach's gut.